Yo, yo, und hallo, herzlich willkommen zu Helden vs. Schurken in Jubas Palast. Ja, oder yo, 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 und hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle von heute mal in Jubas Palast. Und ja, ich habe natürlich Boba Fett gewählt, einfach nur. Warum geht's eigentlich nicht los, Bro? Warum geht's nicht los? Ach so, das ist ja geil. Vier Helden gegen vier und mehr, das ist hier der Modus und das ist ziemlich geil. So, aber im Prinzip war es meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen dusselig, den zu nehmen, weil ja, ich kann halt nichts tun außer so rumfliegen und das ist halt, ich würde sagen, hier nicht so wirklich effektiv. Ninoob ist direkt vor meinem. Ist das Deoxys? Muss ja Deoxys gewesen sein. Ich sehe mich selber nicht. Das ist hier das Problem. Juba. Juba! Deoxys. Ach komm, du hast keine Chance. Ich töte dich auch. Die Noob ist, glaube ich, down. Aber ich bin echt verwirrt. Boba rückt vor, Boba kommt von oben. Davon habe ich noch mehr. Der hat mich ja hardcore verwundet, der Bro. Was ich angefangen habe. Sehr schön, geholt. Kann ich hier durch? Nein, ist ja Müll. Komm, Leia! Was? Man wird hier von dem lächerlichen Schutzschild abgeblockt? Okay, ich bin down. Du gehörst mir. Ja. Es gibt ein Problem. Ich bin echt bad drauf gerade. Zeit, dass ich dir den Rest gebe. Ich werde dir auch den Rest geben, keine Angst. Aber, na gut, wir haben noch genug Helden übrig. Na, scheiße. Vader rasiert alles weg. Hätte ich auch nehmen sollen, den Vader. Sehr schön. Lang lebe das Imperium. Lang lebe das Imperium. Bam, 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 bam. Es sind mehr KI-Spieler da, das finde ich schon mal sehr amüsant. Das heißt auch, man kann mehr als normaler Typ machen und das ist geil, wie wir sehen. 4 Kills. Also die Bros haben alle was getan. Und ja, während bei den anderen 05, 04, 04. Also es sagt eigentlich alles aus. Ich als Held, der andere war mit großer Wahrscheinlichkeit Darth Vader. Aber ich empfehle euch definitiv Ninoob, weil wir werden es ja noch sehen, ob wir ihn noch kriegen in der Folge 3 hier im Auto. Natürlich nicht die Folge 3, ich glaube Folge 52 müsste es jetzt sein. Ist ja auch schon recht fortgeschritten. Oh ja. Ich bin froh darüber, dass hier... Ah, komm. Das hasse ich an Helden vs. Schurken. Bin nicht wirklich ein riesiger Fan von diesem Modus. Bin ich einfach nicht, weil ich finde, ich hab zwar sinnloses Glück hier, aber ich finde, dieser Modus ist halt einfach nicht mein Modus. Ist ja jetzt gar nicht mal so schlimm. Im Prinzip kratzt es kein. Dieses, ja, das meine ich mit Ninoob ist OP. Das ist nämlich der neue von den Rebellanten. Who don't know, he knows this now. Han Solo kratzt es nicht, er kratzt es nicht. Er kriegt lieber von jedem was. Hier ist doch einer, warum nascht ihn denn niemand? Was ist mit euch los? Der Imperator ist down.
Ja, das war vielleicht die falsche. Aber hier ein anderer Modus bockt hardcore in Jubas Palast. Ich finde selber, Jubas Palast ist zwar krass, aber halt nur für solche Leute wie den Imperator oder Han Solo. Das ist der Palast überragend. Aber hier, guck mal, hier findest du nichts. Und es gibt im Prinzip nur diese Halle. Ja, komm. Und jetzt kann ich halt... Ja, sehr schön. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Erstmal einen Schluck aus der Pulle. Ach nee, wir wählen erstmal den dunklen Lord. Oh, den kann ich ja gar nicht mehr wählen. Wollt ihr mich verarschen? Greedo ist scheiße, Imperator. Ich dachte kurz, wir hätten ihn gewählt. Weil der Ton halt, weil das visuelle Feedback halt genau mit meinem Button kam. Aber okay. Dann sind wir halt in Imperator. Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Ja. Eigentlich ist der Imperator viel zu unterpowered, ist ja eigentlich der Beste. Ohne Frage. Braucht man nicht lange schnacken. Dagegen ist Luke eigentlich nichts. Aber das Problem ist einfach, der Imperator hat ja im Real Life hat er ja ein Lichtschwert und hier hat er einfach keins. Was hier einfach nicht kratzt. Ja, Vader, was machst du denn da? Trainierst du oder was? Ja, sobald hier sich jemand hinwirkt, werde ich ja auch was tun. So, mal eben ein bisschen heilen. So. Ich bin wieder voll, sozusagen. So. Oh, Luke. Sehr schön, auch wenn ich ihm nicht viel gezockt habe. Das sollten wir eigentlich knacken. Ich kann mich gleich wieder heilen. Vader macht auch einen guten Job. Eigentlich macht jeder einen guten Job gerade. Vor allen Dingen der Imperator, wenn er sich immer wieder hochheilt. Und dadurch im Prinzip niemand eine verdammte Chance gegen mich hat. Aber ich bin jetzt gerade auch nicht so bausig, wie ich schon gerade anmark hatte. Ja, kommt sie auch. Oh, das ist das Layer. Kratzt mich nicht. Ich heile mich einfach wieder hoch. So. Es lässt sie nicht zu. Bist du da ganz sicher? Ich bin mir da nämlich gar nicht sicher, denn es ist ja vom Prinzip her so. Oh, nö. Warum jetzt die Oxys? Aber vielleicht kann ich sie von hinten. Ja! Ja! Habe ich sie besiegt? Nee. Aber mich gibt es noch und damit haben wir gewonnen. Ich hoffe, das Ding geht jetzt mal schnell vorbei und bam, bam, bam. Und jemand muss noch den Imperator nehmen. Warum nimmt keiner? Jetzt geht es wieder los. Bim, bim, bim. Komm, jetzt wollen wir wieder die Helden sehen, bitte. Nein, wir sehen hier leider nur meine eine Fratze, die ja scheiße wie Brot ist. Und alles, was nötig ist, ich bin... Ach so, das ist der Fratze vom Partner, ich Dolly. Ich dachte gerade, was mit der Third Player Perspective passiert. Besser gesagt, wer... hat darum geforscht. Ich weiß es nicht. Ich bin hungrig. Ich habe Müsli gegessen. Hier sind wieder die typischen. Und tschüss. Puh, ist nicht OP. Ja, das ist doch. Ey. Was war? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Genauso wie er. Dann haben wir. Wenn wir jetzt das Ding verscheißen, ne? Das wäre nicht lügig. Jetzt, oh, jetzt sind sie. Jetzt sind sie da und das ist auch noch dieser Lappen. Dieser, der so einmal so bausig war. Er tut so, als ob er AFK wäre und dann ist er auf einmal da. Toll. Kratzt mich nicht die Bohne. Wollte ich nur mal eben anmerken.
Das ist dieses nervige Geschütz von Minut. Das mich mittlerweile so extrem aufregt. Das Problem ist, er kann halt direkt Neues hinstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch tun wird. Aber auch das ist weg. Rebellen haben einen unserer Helden eliminiert. Wir müssen zurückschlagen. Ich habe ihm immerhin was gegeben. Ich habe ihm was gegeben. Auch wenn es nicht unendlich viel war, aber... Ich dachte, wir hätten jetzt verschissen, aber doch nicht. Ja! Ich war kurz verwirrt und dann... Es ist, wie gesagt, es ist nicht mein Modus. Ich hätte jetzt mehr Bock hier in der dritten Folge auf irgendwas Cooleres als Helden vs. Schurken. Aber, naja, man kann es ja jetzt nicht ändern. Ich finde einfach, dass... Irgendwie, na, ich habe ihn einfach schon zu oft gespielt, diesen Modus, und deswegen ist Solo Tor-Gewehr. Geil! Geil! Der campt da rum. So, kleiner Bimmler. Vader. Darth Vader. Komm, Leia, scheiße. Cycler Refill. Ja, scheiße. Dass die E11, ja, komm. Ja, 17-2, komm. Was? Hier ist die doch. Glück gehabt. Gut, ist natürlich dann auch. Naja. Ja, komm, der campt auch nur rum, aber das ist jetzt auch gleich vorbei, hoffentlich. Ich habe keine Lust auf Helden. Schurken. Ich habe lieber Lust. Dreimal im Kreis. Was? Ja, ja, der war eigentlich gut. Da kann zumindest KI-Typen wegholen. Aber wenn ich auf Luke treffe im Gang, dann habe ich auf jeden Fall verloren. Weil dann, wenn er meine Rakete, mein Jetpack, mein Jetpack destroyet, dann habe ich einfach verloren. Lächerlich. Thomas zieht es ins Lächerliche. So. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Wenn jetzt Luke kommt, dann... Ja, so wollte ich das haben. Hier, du kommst schön her und kriegst was mit dem Feuer. So, genau so wollte ich das haben. Also mit deiner verbesserten Impulskanone auch nichts mehr anfangen. Bro. Bruh. Komm, ich gehe über oben. Ich gehe über oben. Kann man hier rum? Ja, hier. Hier gehe ich auch rum. Ich werde wohl langsam schlank. Ja, das glaube ich so langsam wirklich. Du wirst so langsam schlampig. Das geht nicht. Du darfst nicht schlampig werden. Boba Fett. Der Bubinator. Du darfst nicht schlampig werden. So, das mag ich ja an Jobbas Palast, diese ganzen Nebengänge. Also ich weiß nicht, ob es so effektiv war, jetzt immer auf Nahkampf zu gehen, aber... Egal. Du hast verloren, komm. Ja, schnapp nicht lange drum rum. Sehr gut, Spiel gewonnen. Und das ging am Ende noch klar von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.